Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Seid herzlich gegrüßt zu unserem Online-Gottesdienst von der Evangelischen Kirche in Dünn aus. Gutes zu tun kann nicht falsch sein, Gutes zu unterlassen ist selten richtig. Den Willen Gottes zu leben, so wie Jesus ihn gelehrt hat, ist so immer geboten. Die Weisung Jesu nicht zu befolgen, gilt grundsätzlich als falsch. Aber wie ist unser Verhalten zu beurteilen, wenn wir nicht ablassen, Gutes zu tun, obwohl wir uns nach Gottes Willen erholen sollten, wenn wir im Namen Jesu pausenlos aktiv sind, während er ausdrücklich Ruhe gebietet? Dazu Markus 6, Vers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt mit mir, ihr allein, an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Meine Zeit steht in deinen Händen, ist das Thema des heutigen Gottesdienstes, dritter Teil der dreiteiligen Predigtreihe zu Psalm 31. Darum lese ich nochmal ein paar Verse aus diesem Psalm. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir und hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Herr, ich hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich glaube, wir wollen alle ganz gerne mitbeten mit diesem Psalm, weil da so viele gute Sachen drin stehen, die von einem starken geistlichen Leben sprechen, einem Leben, was uns hilft und uns eine gute Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und natürlich ist es ein Lebensstil, der Gott selbst Ehre macht. Trotzdem trifft es oft genug auf unsere Verzagtheit, denn wir spüren ja, dass die Zeit ständig in einem festen Takt vorangeht. Man kann sie nicht beschleunigen, man kann sie nicht bremsen. Und trotzdem gibt es Zeitpunkte, die uns besonders wichtig sind, die unser Leben prägen. Wir können ganz kurze Momente sein, Momente, die Gott uns gibt, wo wir seine Gegenwart spüren. Etwas, was in einem Moment stattfindet, aber unser Leben grundsätzlich verändert. Ich glaube, wenn der Psalmbeter davon spricht, dass seine Zeit in Gottes Händen steht, dann meint er solche erfüllten Momente. Und das ist auch mein Wunsch beim Hören und Zuschauen dieses Gottesdienstes, dass es für uns ein solcher Moment ist, dass auch wir nachsprechen können: Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn wir das entfalten wollen, würde man die Zeit unterteilen in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Was war, was ist, was kommt? Gucken wir uns den ersten Teil an: Was war? Für manche eine unnötige Frage, denn sie fühlen sich erinnert an viel Stress und Arbeit und Mühe und sind froh, dass sie die Zeit hinter sich gebracht haben. Andere trauern der Vergangenheit nach und sagen: Nee, was war das für eine schöne Zeit doch, schade, dass sie vorbei ist. Ich möchte dazu einladen, Frieden zu machen mit der Vergangenheit. Gott zu danken über das, was gelungen ist. Um Vergebung zu bitten, was misslungen ist, um Frieden zu bitten mit der Vergangenheit, dass man seinen Frieden mit seiner Vergangenheit macht. Wir sind in Frieden, in Gott sind wir im Frieden, heißt es auch in diesem Psalm. Und wenn ich sage, meine Zeit steht in deinen Händen, dann weiß ich auch, dass meine Vergangenheit in Gottes Händen steht. Und gucken wir in die Gegenwart, wenn es da heißt, meine Zeit steht in Gottes Händen, ist es ja auch
in der Gegenwart ausgedrückt. Und das gilt für uns, wenn wir voll Vertrauen sind. Das gilt auch, wenn wir ein unentschlossenes Herz haben, friedlos sind. Dann dürfen wir sagen, Herr, sei du nun gegenwärtig. Jesus Christus hast du uns geschenkt. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, er ist auch jetzt bei uns und in uns und bewältigt unser Leben, bewältigt unsere Gegenwart. Vielleicht ist es besonders schön, immer in der Gegenwart zu leben. Nicht nur von den schönen Erlebnissen der Vergangenheit zu leben, nicht nur die Befürchtungen im Herzen zu tragen, was wohl die Zukunft bringen wird, sondern einfach in der Gegenwart. Das, was Jesus jetzt zu mir sagt, was er jetzt an mir tut, das, was ist. Meine Zeit steht in deinen Händen, denn du bist mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, wenn wir hier unser Standbein haben, in der Gegenwart, dann können wir auch ein Spielbein in der Zukunft haben, unsere Zukunft zu planen, unser jetziges Leben auch auf Zukunft hin auszurichten. Heißt damit zu rechnen, dass auch die Zukunft in Gottes Hand ist. Und dann können wir uns darauf freuen, auch in der Zukunft Gott zu begegnen, von ihm zu nehmen, von ihm gesegnet zu werden, behütet zu werden vor allem Übel. Also eine Grundhaltung, die sich freut, die von Hoffnung ist, die von Erwartung ist, dass Gott uns auch von vorn entgegenkommt. Meine Zeit ist in deinen Händen, heißt auch meine Zukunft ist in deinen Händen. Und noch ein letztes möchte ich nennen, nachdem wir von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen haben, will ich nochmal sagen, wenn meine Zeit in Gottes Händen ist, dann ist auch meine Ewigkeit in Gottes Händen. Ein weiter Ausblick über die Grenze meiner Lebenszeit hinaus. Auch hier wieder ein hoffnungsvoller Ausblick. So möge der Herr unser ganzes Leben und unsere ganze Zeit umfassen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Amen. Und singen möchte ich ein Lied, das wir auch gut kennen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du schenkst uns so viel Zeit, gute Zeit, behütete Zeit, ein ganzes Leben. Wir bitten dich, dass du es auch für uns weiterhin tust, uns gute Zeiten und gute Tage zu schenken, die du gemacht hast. Und uns die Freiheit geschenkt hast, sie zu füllen. Darum bitten wir dich, dass du uns aufmerksam machst und wir sie erleben, hellsichtig in deiner Gegenwart, die Zeiten der Not, die Zeiten zum Helfen, Zeit offene Ohren für die Nöte der anderen und die manchmal auch nur halblauten Bitten anderer zu haben. Herr, wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Zeiten. Wir bitten dich um ein gutes Gedächtnis
für die Sorgen, die andere uns anvertraut haben, für die Dinge, die wir zu tun versprochen haben, Herr, lass uns Zeit finden. Wir bitten dich um gute Nerven, damit wir uns nicht in Hektik zerreiben. Herr, wir bitten dich um ein fröhliches Herz, um ein Lächeln, um ein Herz, das von dir erfüllt ist, um Zeit, die von dir geschenkt ist. Herr, du bist uns zugetan, ein guter Freund, ein großartiger Retter. Herr, gib, dass wir zu Freunden unserer Nächsten werden. Und lass uns in allem so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Der Herr, dessen Angesicht leuchtet über uns und sei uns gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.